2. Herzlich willkommen zum ersten Let's Play von mir auf dem Channel Remastered. Ich bin der Timo und schauen uns mal an, was uns in diesem Abenteuer erwartet. Dishonored 2 ist im Jahr 2016 rausgekommen und ist der Nachfolger von Dishonored 1. Logischerweise nach 1 kommt 2. So. Den ersten Teil habe ich schon durchgespielt und ich fand ihn recht geil, aber mal sehen, was uns in diesem zweiten Teil erwartet. Starten wir einfach mal ein neues Spiel. Ich muss zugeben, ich habe schon ein paar Stunden in diesem Spiel verbracht, aber ich fange gerne nochmal von neu an und zeige nochmal alles. So. Zweiter Speicherblock auswählen. Ah, vielleicht nicht. Ich spiel mal auf normal. Tutorial. Ja. Versuche ich nochmal. Dunwall. 1837 bis 1852. Als Emily Caldwin, Herrscherin über das Inselreich, hast du zahlreiche Feinde. Dein Vater ist Lord Corvo Artano, berüchtigter kaiserlicher Schutzherr und Meisterspion. In den Jahren seit deiner Thronbesteigung hat Corvo dich immer wieder in den Künsten des Schleichens und Kampfes ausgebildet. Fortsetzen. Ich weiß noch, wie ich mit meinem Vater nach der Seuche trainiert habe. Er sagte, irgendwann kämen unsere Feinde. Dunwall, Hafenviertel. Ziel aktualisiert: Agilitätstraining. Triff dich mit deinem Vater. So. Wie man sieht, Dishonored ist kein farbenfrohes Spiel. Die Klänge und Gerüche von Dunwall ändern sich nicht. Das ist meine Stadt. Welches Trainingsprogramm hat Vater wohl heute für mich? In Ordnung, Majestät. Zeig, was du kannst. Hocke. Das heißt, um in die Hocke zu gehen. Zum Vorsprung. Und wie beim Schwimmen zu rutschen. Schnell genug bin, kann ich darunter durchrutschen. In Ordnung. Gut. Das Sprinten. Über das Hindernis hechten. Und rutschen. Und. Beeilung. Verkackt. Na egal. Verdammt, das hatten wir schon mal. So, geht Beschafft. Doch. Oh. Was jetzt? Dann. Oder man nimmt einfach die Treppe. Oder. Und... wieder mal hoch. Und klettern an der Stange. So. Und springen. Könnte ich doch nur jeden Tag laufen und springen. Gespielt. Kommen wir deswegen zur Beweglichkeit. Klappt es ein bisschen. Komm zu mir. Du hast gut aufgepasst. Mal sehen, wie leise du bist, junge Dame. Schleichen. Drücke Kreis, um in den Schleichmodus zu wechseln. Dich zu ducken und leise zu laufen. Du bist dabei erheblich schlechter sichtbar.
Bleib in Deckung und außer Sichtweite, um nicht entdeckt zu werden. Im Schleichmodus wirst du langsamer entdeckt, besonders wenn du dich weiter weg befindest, dich über Gegner oder am Rande ihres Sichtfelds befindest, dich im Schatten bewegst, relevanter auf gewisser Entfernung. Im Schleichmodus kannst du dich unter Tischen in Deckung gehen. Um Gegner abzulenken und wegzulocken, kannst du einen Gegenstand, etwa eine Flasche, werfen oder den Alarm einer Uhr ertönen lassen. Okay. Schleich dich an mich ran. Würgekorbo. Ja, den Vater würgen. Entdeckt. Na super. Wahrnehmung. Wenn Gegner beginnen, dich zu bemerken, erscheint eine langsam füllende Warnanzeige. Wahrnehmungsanzeige, Entschuldigung. Bei einer vollen weißen Anzeige sucht der Gegner nach dir. Ist die Anzeige rot, wurdest du entdeckt. Nein, nochmal. Ohne dass ich dich sehe. Okay. Und nochmal. Hier muss ich vorsichtig sein. Und wo ist das denn? Das ist mein Mädchen. Ich darf dich nicht hören oder sehen. Geh in Deckung und versteck dich. Nichts gesehen. Und abschließen. Warum kämpfen, wenn man schleichen kann? Geschafft. Armbrust. Und ein paar Armbrustbolzen. Deine Armbrust ist leise. Super Schuss. Treffer. Und Nummer. Ja. Und den Spanner zu schießen. Ja, hier hilft so ein bisschen die Zielanrichtung von der Armbrust. Deswegen muss ich nicht so ganz genau zielen. So öffnet man Türen. Zeit für weiteres Waffen- und Kampftraining. Dann verprügeln wir uns mal, ja? Ja. Harter Schlag. Gut. Das ist meine Tochter. Blocke, wenn dich jemand mit dem Schwert angreift. Gut. Gut gemacht. Sehr gut. Du hast einen natürlichen Kampfinstinkt. Natürlich. Mit dem richtigen Timing bringst du Gegner aus der Balance. Blocke mit einer Klinge. Du bist schnell. Clever gemacht. Na los. Na los. Ha. Das hält selbst den niederträchtigsten Killer auf. Das Bewusstloswürgen funktioniert auch im Kampf. Ups. Das hat nicht geklappt. Na los. Na los. Mist. Zu. Na los! Blocke, wenn dich jemand mit dem Schwert angreift. Und zack. Ah. Geht doch. Taumelt ein Feind,
kannst du einen tödlichen Gegenangriff landen. Wenn er taumelt, setz einen tödlichen Schlag. Na los! Ach, das habe ich jetzt hinbekommen. Es ist gut, wenn du auf dich selbst aufpassen kannst. Wenn es irgendwann Ärger gibt, bist du bereit für den Kampf. Ein langer Tag in Dunwall. Heute ist der Jahrestag des Todes von Kaiserin Jessamine Caldwin, die vor 15 Jahren ermordet wurde. Zu diesem Anlass sind Besucher aus dem gesamten Inselreich von Dunwall zum Dunwall Tower gereist. So, das war das Tutorial und jetzt geht's erst mit der Geschichte richtig los. Warum müssen wir überhaupt den Jahrestag eines Attentats feiern? Vor 15 Jahren, zur Zeit einer Seuche, die fast ganz Dunwall vernichtete, überfiel ein gedungener Meuchler mein Heim, den Palast und erstach meine Mutter. Danach wollten die Auftraggeber des Mörders mich als Figur in ihrem Machtspiel missbrauchen. Sie hätten Erfolg gehabt, hätte mein Vater Corvo Atano sie nicht gejagt und ihre Intrigen zerschlagen. Bin ich nun die Kaiserin, die meine Mutter sich gewünscht hätte? Jetzt droht eine neue Krise. Eine Bestie, der sogenannte Kronenmeuchler, tötet meine Feinde und erweckt den Anschein, als seien mein Vater und ich daran schuld. Ich weiß nicht, ob ich ein Schiff zum anderen Ende der Welt nehmen oder alle um mich herum hinrichten lassen soll. Seien Sie wachsam, Majestät. Ich bin auf die heutigen Zeremonien nicht erpicht. Ihr Siegelring. Hier, beginnen wir. Danke, Alexei. Öffnen Sie die Türen. Lang lebe Ihre kaiserliche Hoheit, Emily Caldwin. Treue Untertanen. Wir erleben harte Zeiten, doch heute ehren wir meine Mutter, die selige Jessamine Caldwin. Möge ihr Andenken nie verloren gehen. Emily. Du wirkst müde, Vater. Jedes Jahr hoffe ich, Jessamines Todestag würde etwas einfacher werden, aber er ist es nie. Ich wünschte, Mutter wäre noch Kaiserin. Ich glaube, ich bin nicht gut darin. Du bist noch in Ausbildung. Keine Sorge wegen der Störenfriede. Und was den Kronmeuchler betrifft, den finden wir. Die Leute glauben, du bist es. Und dass diese Morde ein fehlgeleiteter Versuch sind, mich zu beschützen. Nein, jemand versucht uns die Schuld zu geben, indem er deine Feinde eliminiert. Ich wünschte, ich könnte einfach weglaufen. Das machst du doch schon. Glaubst du im Ernst, ich weiß nichts von deinen Nächten auf den Dächern? Halt durch. Die Zeremonie wird bald zu Ende sein. Kaiserlicher Schutzherr und Vater. Ich hätte ein Gesetz gegen diese Kombination erlassen sollen. Majestät, bevor wir uns des Tageswerkes annehmen, haben wir unerwarteten Besuch. Den Herzog von Cerkonos. Ramsay sagte, dass der Herzog Geschenke mitbringt. Faszinierend. Der werte Luca Abele, Herzog von Cerkonos. Janische Soldaten? Erstaunlich. Was soll das, Ramsay? Ich habe diese Dinger nicht genehmigt. Kaiserliche Hoheit und Schutzherr Corvo Atano. Werter Bürger unserer Heimat. Cerkonos überbringt Beileid an diesem traurigen Tag und Geschenke aus unserer Nation, den neuen Stern am südlichen Horizont. Wir danken, Euer Gnaden. Nichts zu danken. Sehen Sie nun das größte Geschenk von allen. Familie.
Ich präsentiere die Schwester von Jessamine Caldwin, die wahre Kaiserin. Delilah Caldwin. Unmöglich. Die Schwester meiner Mutter? Meine teure Nichte. Hallo. Das ist nicht wahr. Mein Vater war Kaiser Juhorn Jacob Caldwin und Jessamine meine kleine Schwester. Damals, bei ihrem Tode, war ich noch nicht bereit, mich euch zu offenbaren und gezwungen, Dunwall zu verlassen. Aber nun bin ich hier. Wenn Sie wirklich meine Tante sind, heiße ich Sie willkommen, hier zu bleiben. Kleiner Spatz. Opfer schwarzer Erinnerungen. Ich bin hier, um euch die Last eurer Krone zu nehmen. Das Versprechen meines Vaters, vor so vielen Jahren im Geheimen geflüstert, hat sich nun erfüllt. Was soll das? Emily Caldwin ist die Tochter von Kaiserin Jessamine Caldwin. Kaiserlicher Schutzherr. Wie naiv zu glauben, dass sie ungestraft morden können. In meinem Palast zu leben, hat sie geschützt. Aber das ist vorbei. Hört mich, ihr alle. Eure rechtmäßige Kaiserin ist zurück. Preiset Kaiserin Delilah. Erste ihres Namens. Verhaftet Emily Caldwin und ihren Vater für die Kronenmeuchlermorde. Was? Oh oh. Ups. Stehen bevor der Entscheidung, als wen wir dieses Abenteuer bestreiten möchten. Als Emily Caldwin spielen, Herrscherin des Kaiserreichs der Inseln, von ihrem Vater Corvo Atano in den Künsten des Schleichens und Kämpfens unterrichtet. Oder als Corvo Atano spielen, legendärer Schutzherr der Kaiserin und Verschwörer aus der Zeit der Rattenseuche. Da wir schon den ersten Teil Corvo gespielt haben, würde ich sagen, ich entscheide mich für Emily und sehen, was uns dieses Abenteuer bringt. Als Emily Caldwin spielen. Und ich glaube, das ist die passende Stelle, um... nein, ein bisschen machen wir noch. Ja. Marmor. Nein! Süßes Kind, irgendwann werden sie mich lieben. Vielleicht sogar eines Tages als die verlorene Mutter sehen. Aber bis dahin passen wir gut auf sie auf. Ich sperre Lady Emily in ihr Gemach. Dann bringe ich sie zum Gefängnis von Kotwitsch. Mein Vater hat damals alles verloren. Nun trage ich diese Uniform und schicke Grünschnäbel aus, damit sie die Rosengärten patrouillieren, statt im Schützenclub zu trinken. Hauptmann, waren das Schreie? Lady Emily, was ist passiert? Das ist alles, Hauptmann Mayu. Nein! Die berüchtigte Waffe des Schutzherrn. Welches Schwert faltet sich bitte? Der Towerwache gibt es einen letzten Zufluchtsort der Kaiserin. Einen Raum in ihren Gemächern. Mit genug Gold, um eine Insel zu kaufen. Und dieser Ring soll einer von nur zwei Schlüsseln sein. Was? Was ist geschehen? Alexi, der Thronsaal. Vater. Nichts, was ich allein kann. Entkomme aus ich muss hier raus. So, ich würde sagen, das war es jetzt erstmal für die erste Folge. Mal sehen, wie es weitergeht im zweiten Teil von Dishonored 2. Danke und tschüss.